Ihr wollt euch einen neuen PC mit Bitcoin kaufen? Wie das Ganze bei uns funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Das heutige Video soll um unsere neue Zahlungsart Bitcoin gehen, denn es ist jetzt ganz neu möglich, dass ihr bei euch eurem PC auch mit Bitcoin bezahlen könnt. Wie das Ganze funktioniert, was dahinter steckt, das möchte ich euch in diesem Video erzählen. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, wie zum Beispiel Dinge aus unserem Shop-Alltag, Vorstellungen von PCs oder Tests von interessanten Themen, dann lasst doch jetzt mal ein Abo da. Ich habe letztens gesehen, irgendwie 80% der Zuschauer haben kein Abo. Das müssen wir ändern. Falls ihr Fragen zu Hardware-Themen habt, euch beraten lassen wollt für eine neue PC-Zusammenstellung, für einen neuen PC, dann kommt auch gerne auf unseren Hardware-Discord, Link unten in der Beschreibung. Da verlose ich auch jeden Monat meine YouTube-Einnahmen. Die Verlosung für letzten Monat steht auch an. Das Kennwert dafür ist Bitcoin, also schaut gerne mal vorbei. Kommen wir aber nun zum Video. Wir bieten ja die verschiedensten Zahlungsarten bereits vorher an. Eine ganz klassische Überweisung, PayPal, ein Ratenkauf, Nachname, Abholung. Das ist alles bekannt. Allerdings wollte ich auch schon seit längerem Bitcoin als Zahlungsart anbieten, weil ich bin jemand, der sagt, okay, wir sind ein digitales Unternehmen, Bitcoin ist eine ausstrebende Technologie, das wollen wir natürlich anbieten. Und gerade da wird immer gesagt, ja, Bitcoin kann man ja nirgendwo mit bezahlen. Habe ich gesagt, ja, muss man ja auch irgendwo mit bezahlen können, ne? Dann muss man das auch mal bei uns integrieren und will da auch so ein Vorreiter sein. Und das Problem war aber immer, ich hatte den Gedanken schon vor Jahren, das Problem war aber immer, dass es zwar Anbieter gab, die da was bereitgestellt haben, aber das war dann mehr so, dass du halt deine Bitcoins zu uns schicken konntest und dann hatten wir das halt in Bitcoin da. Da ist natürlich das Problem, dass der Kurs immer schwankt, war in den letzten Jahren teilweise sehr positiv, dass er enorm gestiegen ist, aber auch teilweise negativ, dass er wieder stark gesunken ist. Und das ist für uns natürlich schlecht, wenn man jetzt ein langfristiger Anleger ist, sagt man, naja, das ist ja kein Problem, ich will die paar Jahre halten, dann wird es schon steigen. Ich sag mal so, nur für uns als Firma ist das natürlich wenig planbar. Wir bekommen die Bitcoin und wir müssen ja können die Teile nicht in einem Jahr in Bitcoin bezahlen, sondern wir müssen ja direkt in Euro bezahlen. Und deswegen brauchen wir natürlich das Geld in Euro und ja, da eben auch möglichst das, was auch gesendet wurde und nicht 50 Euro weniger. Das wäre natürlich schlecht. Und da gab es keinen Anbieter, der eben dieses angeboten hat, zu sagen, okay, kannst Bitcoin schicken, wir geben dir aber Euro und garantieren dir den Betrag. Das war auch in Deutschland regulatorisch sehr, sehr schwierig, weil, ich sag mal, in anderen Märkten gibt es das, da sind aber auch weniger Richtlinien und Regeln. In Deutschland ist das alles spezieller, gerade was so Banktransaktionen und so weiter angeht. Und da gab es lange Zeit keinen Anbieter, der das rechtlich einfach vernünftig machen konnte. Deswegen hat es niemand angeboten. Und da haben wir jetzt einen Anbieter gefunden, der das alles geschafft hat, sich komplett in Deutschland, in der EU, komplett allen Richtlinien zu unterwerfen, das alles komplett konform zu machen. Und da ist es eben so, dass sobald ihr die Bitcoin-Zahlungsart auswählt, wird euch real-time der ganz aktuelle, minutengenaue Bitcoin-Kurs angezeigt, dann entsprechend umgerechnet, also weiß ich, der PC kostet 1023,16 €, wird genau umgerechnet, wie viel Euro das zum aktuellen, minutengenauen Kurs in Bitcoin sind. Und dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit, eben genau diesen Bitcoin-Betrag auf die Wallet zu überweisen, die da steht. Da wird das dann hingeschickt und dann kommt das bei dem Anbieter an und der Anbieter garantiert uns eben, dass wir den Euro-Betrag, den der PC eben kostet, dann ein paar Tage später auf unser Konto überwiesen bekommen. Und das ist für uns natürlich super. Also für uns ist es ganz normal, als hätte jemand überwiesen, nur dass er nicht direkt an uns überweist und die Überweisung ein paar Tage später kommt. Na, aber wir kriegen garantiert den Betrag, klar, der Anbieter nimmt auch irgendwie ganz kleine Gebühren. Klar, die will auch ein bisschen was dafür haben, das geht aber alles noch im Rahmen. Aber wir bekommen eben diesen garantierten Betrag und das ist eben für uns wichtig, dass das eben da entsprechend passt und ja, wir entsprechend das Geld auch bekommen. Und andererseits ist es für den Kunden natürlich super, weil er bekommt den minutengenauen Kurs, hat wie gesagt da eine halbe Stunde Zeit, das alles entspannt dahin zu schicken und wir können dann bekommen dann direkt die Bestätigung, jo, hat alles geklappt, können Rechner zusammenbauen, verschicken, das passt alles. Das ist für beide Seiten da wirklich ziemlich vernünftig gelöst. So, ich muss sagen, ich kenne allgemein sehr wenig Shops, die Bitcoin anbieten und ich kenne keinen einzigen Shop, wo man einen PC mit Bitcoin kaufen kann.
Wenn ihr einen kennt, schreibt es gerne unten in die Beschreibung oder wenn wir da der Einzige sind. Aber ich habe gesagt, okay, wir wollen da so ein bisschen Vorreiter sein und das Ganze anbieten für die Leute, die eben gesagt haben, na, ich habe jetzt hier Geld in Bitcoin, ich will das nicht auszahlen, sonst irgendwas, ich möchte was damit kaufen. Kannst du bei uns einen PC mitkaufen, ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst, also es gibt keine Größenbegrenzung, du kannst ja auch für 5.000 Euro einen PC mit Bitcoin kaufen, ist vollkommen egal, wie viel das ist. Kannst auch einen für 500 kaufen, ne? Das ist relativ Wurst. Das heißt, da gibt es keine Beschränkungen entsprechend. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe Bitcoin, weiß nicht, ich habe die vielleicht vor ein paar Jahren gekauft, will noch für weniger wert sein, jetzt sind sie mehr wert und jetzt will ich da irgendwie ein bisschen Gewinn rausziehen, dann kannst du doch bei uns einen Gaming-PC damit zum Beispiel kaufen. Kannst natürlich auch irgendwo auszahlen, wenn du Euros haben willst, aber ne, das ist natürlich erstmal Aufwand und Kosten nochmal verbunden. Ne? Bei uns kannst du direkt damit halt eben entsprechenden PC zum aktuellen fairen Kurs entsprechend kaufen. So, das Ganze genau im Shop funktioniert, würde ich sagen, das gucken wir uns jetzt mal an und dafür springen wir auf meinen Monitor. Wir sind jetzt hier im Shop und ich wähle jetzt einfach mal irgendeinen PC aus. Hier mit 4070 und 13400F nehmen wir jetzt einfach mal. So, zack, nehmen wir noch Windows dazu. Dann sind wir bei 1500 Euro. Also ich wähle einfach irgendeinen PC aus. Also ihr konfiguriert euch ganz normal den PC, so wie ihr ihn auch konfigurieren würdet. Wenn ihr ganz normal bezahlen würdet, jetzt seht ihr hier schon, ja, hier Easy Credit, PayPal, wollen wir alles nicht, wir wollen Bitcoin. So, dann gehen wir zur Kasse. Und da ist es so, dass natürlich, ihr müsstet euch dann anmelden, das ist klar. Hier sind jetzt Christian Jorzig, das bin ich. So, dann steht hier Vorkasse, wir wollen aber nicht Vorkasse. So, ich klicke jetzt hier drauf und dann haben wir nicht Vorkasse, sondern hier SegPay Bitcoin. SegPay ist einfach der Anbieter. So, dann klicken wir hier drauf. Dann öffnet sich jetzt hier das Fenster. So. Also, jetzt seht ihr hier, der aktuelle Kurs ist von 18.33 Uhr vom 10.05. Ihr seht hier in der Ecke 10.05. 18.36 Uhr, also ein paar Minuten alt nur. Alle 5 Minuten wird das aktualisiert, dass ihr wirklich immer den neuesten Kurs bekommt. Aktuell ist ein Bitcoin hier 25.522,18 Euro wert. Schreiben Sie hier unter CoinMarketCap, kann man das auch nachgucken. Jeder, der Krypto ein bisschen kennt, weiß, CoinMarketCap ist halt so eine der größten Seiten, die halt die aktuellen Kurse der verschiedenen Coins anzeigt. Jedenfalls, da holen Sie sich den Kurs anscheinend her und der wird dann hier angezeigt. Und dann sehen wir hier, wir haben 1530 Euro, weil 1515 für den PC eben 1% Gebühren, 1500 Euro, 1% 15 Euro, 15 Euro Versand sind 1530. So. Und dann rechnen die aus, 1530, wie viel Bitcoin sind das, wenn ein Bitcoin 25.522,18 Euro wert ist, dann sind das 0,0599478 Bitcoin, so, die man dann senden muss. Wie gesagt, das wird immer automatisch angezeigt aus dem aktuellen Kurs. So, und jetzt sagen wir hier auf Weiter, wenn wir das Ganze machen wollen. Und jetzt lädt es wieder. Jetzt haben wir hier Bitcoin ausgewählt, in die AGB. Ja, und jetzt machen wir mal hier bestellen. So. Und jetzt werden wir weitergeleitet. So. Jetzt werden wir hier weitergeleitet auf die Seite und sehen hier nochmal, das ist unser aktueller Kurs zu dem Zeitpunkt. Die Menge an Bitcoin müssen wir schicken an diese Wallet, die hier angezeigt wird. Hier ist auch nochmal ein QR-Code, mit dem wir das scannen können. Und ja, steht hier aktuell noch nicht bezahlt, weil ist noch keine Zahlung eingegangen. Jetzt seht ihr, hier läuft das auch runter, dass solange der Preis eben garantiert ist. Das heißt, wenn wir das natürlich jetzt erst in einem Tag senden, geht nicht. Deswegen, wir haben jetzt hier eben da 5 Minuten Zeit, die Zahlung zu senden. Eben hier entsprechend an diese Wallet oder über den QR-Code. Und dann, also ich mache das natürlich nicht, aber dann seht ihr hier, dass es bezahlt ist. Und dann geht die Bestellung auch durch. Ne? Also seht, relativ einfach. Hier wird dann angezeigt, Bitcoin, an welche Adresse schicken. Nochmal der Wechselkurs. Ihr habt ein paar Minuten Zeit, könnt das dann fertig machen mit eurer Wallet entsprechend. Ja. Und das war es dann auch schon. Ne? Sobald das gezahlt wurde, steht ihr hier, dass es bezahlt ist und die Bestellung ist abgeschlossen und bekommt die Bestellbescheinigung von uns. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie einfach das mit der Bitcoin-Zahlung ist. Wie gesagt, ihr wählt ganz normal den PC aus, wählt an der Kasse nur Bitcoin aus, bekommt den aktuellen Kurs angezeigt, die Wallet angezeigt, wo ihr hinschicken müsst und zack, sobald das Geld dann da ist, beziehungsweise die Bitcoin da sind, passt das. Und wir bekommen es einfach in Euro ausgezahlt und ihr bekommt euren PC. Also wirklich echt einfach.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt gesehen, dass wieder coole neue Technologien versuchen immer zu integrieren. Wenn ihr euch noch irgendwelche anderen Zahlungsarten wünscht, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Schreibt gerne rein, ob eine Bitcoin-Zahlung was für euch wäre. Oder empfehlt es Freunden weiter, die vielleicht eher dann in dem Thema drin sind, wenn ihr da nicht so drin seid und Bitcoin nicht für euch wählt. Oder schreibt vielleicht rein, was Bitcoin machen müsste, damit es für euch eine interessante Zahlungsart wäre. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag im weiteren Video. Ciao.